Der Papst ist wieder zurück im Vatikan. Und wie die Bilder am Mittwochvormittag zeigen, scheint er bei bester Gesundheit zu sein. Denn bei seiner Ankunft begrüßte er gut gelaunt Vertreter der Sicherheitskräfte. Zuvor war der Pontifex wegen einer Darm-OP für 10 Tage im römischen Gemelli-Krankenhaus gewesen. Dem 84-Jährigen wurde am 4. Juli in einem geplanten 3-stündigen Eingriff ein Teil des Dickdarms entfernt. Anschließende Untersuchungen hatten die erste Diagnose einer schweren Verengung des Dickdarms bestätigt. Am Sonntagmittag hatte Papst Franziskus erstmals in seiner Amtszeit das traditionelle Angelusgebet von einem Balkon der Klinik ausgeleitet. Später verbreitete der Vatikan Videoaufnahmen, auf denen zu sehen ist, wie Franziskus im Rollstuhl über einen Flur geschoben wurde und sich mit Mitarbeitern und Patienten unterhielt.